So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. In der letzten Folge haben wir die Hauptstory begonnen und der Orden der Emporstrebenden ist dafür verantwortlich, dass die Schiffe von der guten Arabelle Davo nicht angekommen sind, beziehungsweise sind diese schiffsbrüchig worden. Und die Fracht, die die gute Arabelle geladen hatte, ja, waren die Delegierten. Und die wurden anscheinend jetzt vom Orden verschleppt. Und wir gehen zur Druidenhütte, um mit einer Druidin zu sprechen. Und dürfen Quentin auch dabei treffen. Oh, sieht das schön aus. Ivana. Hallo. Was ist denn Quentin? Kommen Sie jetzt nicht mehr, ne? Seid gegrüßt, Reisende. Oh. Gibt es etwas, was ich für euch tun kann? Braucht ihr einen Umschlag oder einen Kräutertee? Ich suche nach Gilden Magistra Valessa, Valesea und Gildengeneral Quentin. Stimmt, sind ja auch, oder? Die neugierige Magierin und der ernste Krieger. Sie kamen hier vorbei. Als ich erwähnte, dass abtrünnige Ritter die Gegend gefährlich machen, wollten sie dem nachgehen. Ich habe ihnen erzählt, wo ich die Ritter zuletzt sah, und sie zogen sofort los. Wohin habt ihr sie geschickt? Zu einer Lichtung im Südwesten. Ich markiere den Ort auf eurer Karte. Als ich das letzte Mal Kräuter suchen war, sah ich dort einen Haufen Ritter, die sich versammelt hatten. Sie zwangen mich, mich ganz ohne Kräuter wieder zurückzuziehen. Ich habe Valessea und Quentin gewarnt, dass es gefährlich sein könnte. Sind Druiden auf Hochinsel häufig? Oh, man findet Druiden überall im Systren-Archipel. Es sind aber nicht allzu viele auf dem Festland. Vor langer Zeit ließen wir Druiden Tamriel und seine Sorgen hinter uns. Die ist doch voll hübsch. Haben unsere uralten Bräuche auch so überlebt. Hübsch sein. Bei meinem Charakter. Die sieht richtig weiblich aus. Wow, schöne Augenfarbe. Warum haben die Druiden das Festland verlassen? Unsere Vorgänger unter den Bretonen glaubten, die Zivilisation sollte an der Seite der Natur leben, anstatt sie zu zähmen. In den frühen Jahren der Direnni-Hegemonie rangen sie um die Seele von Hochfels. Was ist geschehen? Sie haben verloren. Ins Exil getrieben, suchten die Druiden einen Ort, an dem sie entsprechend ihres Glaubens leben konnten. Ihre Wanderung führte sie auf die Systren. Die Anhänger des Wirt blieben zurück. Sie wandeln auf einem anderen Pfad als die Druiden. Was genau ist eine Druidin? Wir folgen den alten Wegen. Manche nennen uns Priester von Ifre, doch das ist nur ein Teil unserer Wahrheit. Wir sind Kinder des Landes, wie die Wirt. Führer und Lehrer für jene, die in Harmonie mit der Natur leben. Die Leute sind nicht dazu bestimmt, sich vor Kronen aus Metall zu verneigen. Seid ihr eine Art Würdin? Nein, meine Freundin. Wir kennen die Wirt und respektieren ihren Glauben. Druiden und Würdinnen sind zwei Äste, die aus demselben Baum wachsen. Doch wir sind dazu aufgerufen, in dieser Welt zu sein und nicht dazu, uns aus ihr zurückzuziehen. Manche Zirkel sehen das natürlich anders. Zirkel? Was für Zirkel? Zirkel sind Gemeinschaften gleichgesinnter Druiden. Ah, das weiß ich, ja. Jeder interpretiert oder ein Geometrieinstrument. Doch Druiden desselben Zirkels haben gemeinsame Traditionen und Ziele. Ich gehöre zum Steinlehre-Zirkel. Wir versuchen anderen mit unserem Wirken ein Vorbild zu sein. Gibt es noch andere Zirkel auf dem Systren-Archipel? Wenn man weit genug auf dem Archipel reist, trifft man die Druiden des Ahngezeiten-Zirkels und des Feuersang-Zirkels. Aber der Feuersang verlässt nur selten seine Insel. Und ihr solltet euch vor den Ahngezeiten hüten. Sie mögen keine Leute aus Städten oder vom Festland. Wer sind die Anhänger des Wirt? Die Wirt sind bretonische Hexen. Sie folgen den Lehren und Praktiken, auf die auch die der Druiden zurückgehen. Während wir das Festland verließen, blieben sie zurück, um die Wälder von Hochfels zu schützen. Sonst noch Unterschiede? Wir haben mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Der größte, der auch euch auffallen würde, ist der, dass die Wirt ausschließlich weiblich sind.
während Stimmt. die Druiden alle Geschlechter in ihren Reihen akzeptieren. Stimmt, ja. Und im Gegensatz zu den Wirtschwestern bilden wir Zirkel aufgrund gemeinsamer Glaubenssätze. Ah. Die ist echt hübsch, ne? Oh Gott, ich hab mich erschrocken. Boah, da kam aber echt geflogen, ne? Eigentlich bin ich ja nicht so schreckhaft, aber man erwartet es ja hier nicht im Spiel. Nein! Ah, ist das hier wieder eine Karte? Ja, gut, Balik, ihr solltet eure Chance bekommen. Sucht für mich in der Umgebung des Herrenhauses der Standhaften nach einem Stück einer Karte. Gehörte einem Freund eines Freundes, den man zuletzt in der Gegend gesehen hat. Der Ort ist unweit von Gon verloren, aber wie man hört, sind dort gefährliche Gelichter unterwegs, die sich gerne bei den Klippen verstecken. Also lasst euch nicht ausrauben. Wenn ihr das Stück habt, bringt es zu mir. Ich warte beim Dufour-Anleger, Kapitän Echmalin. Aber wie doof sind denn die ganzen Räuber, dass sie es nicht mitnehmen? Belle. Isobel. Isabel. Immerhin sage ich nicht mal Miri zu ihr. Ich bräuchte etwas Hilfe. Ah, meine Freundin. Wie froh ich bin, euch wiederzusehen. Diese Insel ist weitaus gefährlicher, als ich gedacht hätte. Insbesondere nach dem, was gerade geschehen ist. Erzähl mir, was geschehen ist. Gildengeneral Quentin hat mich begleitet, um die Druidin Rüvana aufzusuchen. Als sie uns von den abtrünnigen Rittern in der Gegend erzählte, wollte Quentin dem nachgehen. Es war der Orden der Emporstrebenden. Quentin wurde überwältigt und mich schlug man bewusstlos. Oh Gott. Sie nahm Quentin gefangen. Wurde Gildengeneral Quentin verletzt? Ich glaube nicht. Der Orden der Emporstrebenden hat auf jeden Fall versucht, uns lebend gefangen zu nehmen. Das ist der einzige Grund, warum ich eine Gelegenheit hatte, einen Schleierspruch zu wirken und so der Gefangennahme zu entgehen. Seid ihr hierher gekommen, um uns zu finden? Fürstin Arabella schickte mich, um euch zu warnen, dass der Orden der Emporstrebenden es auf die Delegierten der Konferenz abgesehen hat. Und Rüvana hat euch gesagt, wo ihr uns findet. Gut. Jetzt müssen wir Quentin retten. Ich kenne vielleicht einen Weg, um herauszufinden, wohin der Orden der Emporstrebenden ihn gebracht hat. Doch wir sollten uns erst in Sicherheit bringen. Trefft mich in der Hütte der Druidin Rüvana. Meint ihr, dass der Orden der Emporstrebenden euch hierher gefolgt ist? Nein, wir stießen auf ihn, als er gerade mit einem Angriff auf eine Karawane fertig war. Doch ich gehe davon aus, dass man uns erkannte. Oder beschloss, dass es unsere Stellung rechtfertigte, uns gefangen zu nehmen, anstatt uns umzubringen. Doch ihr seid mit einer Warnung gekommen, oder? Was habt ihr herausgefunden? Der Orden der Emporstrebenden hat den Leuchtturm sabotiert. Wir glauben, dass er auch fürs Narabels Schiffe hat verunglücken lassen. Die Schiffe hat verunglücken lassen? Wie im Reich des Vergessens konnte er so etwas koordinieren? Der Orden der Emporstrebenden weiß offensichtlich von den Plänen für Fürst Baccaros Konferenz. In der Tat. Er ist mit einer ganzen Streitmacht hier und sorgt für mehr Ärger, als wir erwartet hatten. Wisst ihr, warum man euch gefangen nehmen statt töten wollte? Wenn sie uns als Delegierte erkannt haben, gibt es allerlei Möglichkeiten, wie sie damit die Konferenz hätten beeinflussen können. Wenn sie uns nur für reiche Adlige gehalten haben, ging es vielleicht auch um Erpressung. Doch wer kann schon sagen, was diese helmbewehrten Bastarde denken? Wie ist es euch seit unserem letzten Treffen gegangen? Ich bin an Fürstin Arabels Seite geblieben, seitdem wir die Einladungsmedaillons den Delegierten übergeben hatten. Ich hatte gehofft, dabei zu helfen, dass deren Anreise nach Hochinsel reibungslos verläuft. Offenbar kann man dem Orden der Emporstrebenden nicht so leicht aus dem Weg gehen. Was habt ihr und Gildengeneral Quentin hier draußen gemacht? Ich kam, um mit Rüvana über Arcana und ähnliche Themen zu sprechen, und Quentin entschied sich mitzukommen. Als Rüvana uns von den abtrünnigen Rittern erzählte, fürchtete ich schon, dass es der Orden der Emporstrebenden sein könnte. Quentin wollte dem nachgehen. Es stellte sich heraus, dass ich recht hatte. Nun gut, dann gehen wir wieder zurück zur Druidin. Und die Valisea hätte uns ja wenigstens mitnehmen können, ne? Da wären wir schon 5 Sekunden weiter als jetzt.
Aber ich hätte echt Angst, ne, hier einfach alleine zu leben. Ich verstehe, Valessia. Tut, was ihr müsst, um euren Freund zu finden. Ich schulde euch Dank, weil ihr mir zur Hilfe gekommen seid. Offenbar hat Fürstin Arabelle erneut eine gute Wahl getroffen. Natürlich. Nun wollen wir einmal sehen, ob wir Gildengeneral Quentin finden und damit auch die abtrünnigen Ritter, die ihn entführt haben. Wie könnt ihr Gildengeneral Quentin aufspüren? Erinnert ihr euch an die Einladungsmedaillons, die ich verzaubert habe? Jeder Delegierte trägt eines und ich kann meine eigene Magie verfolgen, um Quentin zu finden. Wollen wir einmal sehen. Sie sind nach Nordosten gegangen, auf die andere Seite des Lochs. Ich sehe eine verlassene Kapelle. Krypten. Keine Frage. Quentin ist dort. Wenn alle Delegierten ein Medaillon haben, könnt ihr dann damit die vermissten Schiffe finden? Gleich nachdem uns klar geworden war, dass ich die Schiffe verspäten, bat Fürstin Arabelle mich, es zu versuchen. Ich konnte keine Verbindung zu den Medaillons herstellen. Vielleicht waren sie zu weit entfernt oder eine andere Art von Magie hat sich auf meine Hellsicht ausgewirkt. Doch ich konnte jedenfalls nichts wahrnehmen. Sollen wir direkt zu den verlassenen Krypten aufbrechen, die ihr gesehen habt? Nein, wir müssen zu Fürstin Arabelle zurückkehren und ihr diese Informationen mitteilen. Okay. Danach können wir eine Rettungsaktion für Gildengeneral Quentin in Angriff nehmen. Ich werde euch bei Fürstin Arabelles kleinem Pavillon treffen. Sie nennt ihn ihre Amtsstube im Feld, glaube ich. Ich treffe euch dort. Ja. Ich dachte, jede Sekunde zählt und so. Offenbar ja nicht. Ist ja nur der Gildengeneral Quentin. Der hat ja keine höhere oder wichtigere Position als alle anderen. Kann man auch einfach mal so austauschen. Das ist halt. Wie fließt man Arbeit? Er wartet einfach nächste, bis er dran ist. Das klingt wie die Abhain-Kapelle. Aber nur ein Medaillon ist dort. Hm. Valessia klärte mich über die Lage auf. Ich glaube, ich kenne den Ort, von dem sie meint, sie würden Quentin dort festhalten. Es müssen die Krypten unter der Abhain-Kapelle am Nordufer des Lochs sein. Werdet ihr mich auf dieser Rettungsmission begleiten, meine Teure? Ich werde euch helfen, Gildengeneral Quentin zu retten. Hervorragend. Das wird wie damals, als ich General Gautier während der Grenzüberfälle von 566 aus der Raik-Festung gerettet habe. Und Darien Gautier. Na, das war ein Abenteuer. Auf jeden Fall ist es zu schade, dass Valessia nicht den Fundort der anderen vermissten Delegierten ausmachen kann. Dürfte ich euch zum Delegierten befragen, der an Bord der vermissten Schiffe war? Ich denke, ihr habt die Wahrheit verdient. Und mein absolutes Vertrauen verdient ihr erst recht. An Bord der drei Schiffe waren Großkönig Emmerich, Königin Eiren und Prinz Irnskar, der Sohn von Jorun, dem Skaldenkönig. Ich muss einräumen, dass mir die Anführer ja, ein bisschen Schwund ist immer ein bisschen. Also, ne? Aber man kann die doch eigentlich also einfach verschwunden lassen, weil da gibt es doch jetzt keinen Krieg mehr, weil keiner weiß, wo man als nächstes angreifen muss. Die Allianzanführer haben entschieden, dass sie selbst bei den Friedensgesprächen anwesend sein wollen. Ich habe sie vor der Gefahr gewarnt, aber wir haben aufwendige Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Offenbar haben diese nicht ausgereicht. Finden wir Quentin beim Orden der Emporstrebenden, finden wir vielleicht auch unsere verschwundenen Königlichen. Treffen wir uns an der Kapelle nördlich des Lochs. Mal sehen, was uns erwartet. Ich treffe euch dort. Wir treffen uns an der Abhain-Kapelle auf der Nordseite des Lochs. Ich habe bereits einen Agenten vorgeschickt, um das Gebiet zu erkunden. Seid bereit, euch zu verteidigen. Der Orden der Emporstrebenden wird Gildengeneral Quentin nicht kampflos herausgeben. Was, wenn es eine Falle ist? Wie auch immer die Lage ist, ich werde Quentin nicht seinem Schicksal überlassen. Oh, das ist gut. Lasst mich das aufschreiben. Aha, sie ist doch die Autorin. Um Quentin zu retten. Und um zu versuchen, etwas über die verschwundenen Allianzanführer herauszufinden. Ihr meint, die Allianzanführer könnten auch dort sein? Wir wissen, dass ihre Medaillons nicht dort sind. Doch die könnten auf See verloren gegangen sein. Und ungeachtet dessen, wenn der Orden der Emporstrebenden die Kapelle als Versteck nutzt, könnten wir etwas über seine Pläne in Erfahrung bringen. Oder vielleicht einen Hinweis darauf finden, wo wir nach den Allianzanführern suchen sollten. Erzähl mir mehr über Großkönig Emmerich, Königin Eiren und Prinz Irnskar. Kein Interesse an Politik, meine Teure.
Ach so, ja, nee. Oh, Entschuldigung. Da habe ich einfach nur vorgelesen, ohne nachzudenken. Wir kennen die natürlich. Ach dort, da waren wir doch schon einmal. Bin ich mal gespannt, ob wir General Quentin dort antreffen werden. Ich denke mal nicht, dass wir dort hier die Allianzanführer finden werden, aber... Da, es ist offen. Habt ihr noch mehr Schlösser zu knacken? Was ist mit euch, Valisea? Ich glaube nicht, danke. Schloss zu ihrem Herzen. Lasst uns herausfinden, was uns unten in den Krypten erwartet. Hey da, Hübsche. Fürstin Arabelle sagte, sie hätte ein paar Muskeln angeheuert, aber sie ließ unerwähnt, dass die euch gehören. Jedenfalls bin ich froh, dass ihr hier seid. Ihr kennt mich. Mein Schlachtfeld ist die Liebe. Doch ich muss meine Schuld abarbeiten. Also bin ich hier. Ihr hattet erwähnt, Fürstin Arabelle etwas zu schulden? Eine lange Geschichte. Es geht um mehrere Jungfern, ein paar Fürsten und einen charmanten Schurken, der ihnen allen das Herz raubte. Dann mischte sich die Obrigkeit ein. Zum Glück willigte Fürstin Arabelle ein, die Verantwortung für mein Betragen zu übernehmen. Jetzt schulde ich ihr etwas. Was gibt es sonst Neues, Shakan? Ihr kennt mich. Jeden Tag ein neues Abenteuer. Ich hatte eine Zeit lang etwas Gutes am Laufen. Gewürzschmuggel aus Hegate. Habe zweimal geheiratet. Dreimal. Beim dritten Mal wurde ich um ein Haar aufgeknüpft. Doch Fürstin Arabelle rettete mich vor dem Galgen. Ihr führt wirklich ein sehr interessantes Leben. Naja, das habe ich. Dann hat mich Fürstin Arabelle eingespannt, um gestohlenen Medaillons und abtrünnigen Rittern in ganz Tamriel nachzujagen. Ich schätze, sie ist gar nicht so übel, wenn man sie erst einmal kennt. Vielleicht bin ich ja wieder mein eigener Chef, wenn all das hier vorüber ist. Was ist zwischen euch und Valisea los? Valisea? Das arme Mädchen ist total verschossen in mich. Ah, ja. Sie kann nicht anders. Und wer bin ich schon, ihr das Herz zu brechen? Daher raspel ich ein bisschen Süßholz. Nur für den Fall, dass sie eine Ausrede sucht, um endlich auf meine Avancen einzugehen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich an euch interessiert ist. Ich verstehe, wie man zu dieser Meinung kommen könnte. Valisea verbirgt ihre wahren Gefühle sehr gut. Und sie will keine Romanze mit einem Kollegen eingehen. Doch sie ändert ihre Ansicht schon noch. Ah ja. Falls nicht, kann ich mit einem Nein umgehen. Es ist nur so, dass das noch nie vorgekommen ist. Mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit nicht. Hier müsste man eigentlich mit Darien kurz hier mal zusammenstecken. Das wird auch lustig. Oh. Oh, verdammt. Hä? Die Arabelle? Arabelle? Oh Gott. Die macht gut mit. Die Proklamation im Vorstrebenden. Ich hoffe, Mut, Völker Tamriels, die Stunde eurer Lösung steht bevor, aber nur, wenn ihr den Mut habt, sie auch zu ergreifen. Wir sind der Orden der emporstrebenden Ritter des Volkes, die für die arbeitenden Leute aller Lande kämpfen. Unsere Feinde sind jene, die euch in Ketten halten wollen, die Macht und Herrschaft in allen Landen horten. Wir bringen euch die Mittel, um euch gegen die zu erheben, die euch unterjochen, damit ihr selbst herrschen könnt. Ihr habt nie um diesen Krieg der drei Banner gebeten. Das stimmt natürlich auch. Ne? Also das Volk will nie Krieg haben. Dies ist ein Krieg, den Könige und Königinnen von Zaun brachen, die in die Lande nicht reichen, über die sie bereits herrschen. Das friedfertige Volk Tamriels leitet und stirbt für ihre Gier. Ihr seid
dazu verdammt, den Ehrgeiz des Adels mit eurem Blut zu nähren, bis ihr euch erhebt und sagt, das muss aufhören. Das stimmt auch wieder. Es gibt nur einen Weg hin zu Frieden und Wohlstand für alle. Wir müssen die korrupten Regierungen in allen Nationen Tamriels stürzen. Was haben die Bewohner von Hochfels denn den Argonian je getan? Welchen Groll hegen die Hutwatun gegen die Dunkelelfen? Nichts und kein. Warum sollt ihr kämpfen, nur damit irgendein gieriger Monarch neue Lande und Leute unterjochen kann? Kämpft an unserer Seite, an der des Ordens der Emporstrebenden. Gemeinsam werden wir den König und Königin ein Ende setzen, die sich nicht darum scheren, ob ihr lebt oder sterbt. Tretet uns bei, dann verändern wir gemeinsam die Welt, tot den Großreichen. Kann ich sogar ein bisschen nachvollziehen, warum man dann so eine Organisation ins Leben ruft. Kann ich leider verstehen. Propaganda vom Orden der Emporstrebenden? Lasst euch nicht täuschen. Er meint es nicht so gut, wie er euch glauben machen will. Na gut, das stimmt auch wieder. Keine Spur von Quentin. Wir sollten weitergehen. Okay, ich lasse mich anscheinend auch sehr leicht manipulieren. Ich habe jetzt gelacht. Isobel, wart ihr das? Was gibt's hier zu lachen? Das ist eine ernste Angelegenheit hier. Und Irnsgar ist mein zukünftiger Mann. Gemäß der Anweisung des Emporstrebenden Markus hier eine Liste der Gefangenen, die sich derzeit in unserem Gewahrsam befinden. Kalin, Kapitän der Speerspitze. Zuso, Kapitän der Kamalsfluch. Sachi, Kapitän der perfekte Sprung. Gildengeneral Quentin, Delegierte der Kriegergilde. Befehle befragt die Kapitäne darüber, was ihren Passagieren zugestoßen ist, als sie kenterten. Sie wissen wahrscheinlich, wann Iron Emmerich und Irnsgar von Bord gingen. Die Krypten südlich der großen Begräbniskammer sollten als vorübergehendes Gefängnis geeignet sein. Haltet die Kapitäne am Leben, bis wir uns sicher sind, dass sie uns nicht mehr von Nutzen sind. Richtet alle anderen Gefangenen hin. Wenn sie uns nicht sagen können, wo die Delegierten sind, sind sie nur Sicherheitsrisiken. Der Orden der Emporstrebenden hat die Kapitäne unserer vermissten Schiffe. Aber wo sind die Allianzanführer? Das wissen sie ja selber nicht. Macht bitte den Weg zu den Südkrypten frei. Wir müssen die Kapitäne retten und hoffen, dass Fürstin Arabelle, Kalin, Sagi, Zuso, den Göttlichen sei Dank, dass ihr wohlauf seid. Aber wo sind die Delegierten? Entschuldigt, wir haben die Schützlinge verloren. Sagi ist nicht wohlauf. Jakan, befreit die Kapitäne. Naja. Holt Valessia und bringt die Kapitäne in Sicherheit, Jakan. Wir suchen Quentin. Die Ritter haben Quentin erst vor kurzem weggebracht. Ich glaube, sie verhören ihn gerade. Dann müssen wir uns beeilen. Kommt. Ach, wirklich? Ja, ich will noch ganz schnell das. Oh. Isobel? Wie kann ich euch helfen? Jemanden mal abbekommen. Da unten, es ist Quentin. Hören wir zu und finden wir heraus, was hier vor sich geht. Uns steht ein neues Zeitalter des Friedens bevor, in dem freie Völker zusammenstehen, anstatt vor fernen Thronen zu knien. Dies ist nicht euer Krieg, General. Was sagt ihr? Der Krieg hat mir alles genommen. Ich stehe euch bei. Wie kann ich helfen? Der Orden versucht, Quentin anzuwerben? Wir müssen dem ein Ende machen. Ja, ne, dann kann man am meisten natürlich die bekehren, die alles durch den Krieg verloren haben. Und Quentin hat ja seine Frau verloren, soweit ich mich entsinne.
Damit wäre diese Geschichte zu Ende. Sind aber echt gut getan. Na gut, das ist nicht unbedingt gut. Aber die anderen, die waren schon echt, ja, Camouflage. Warum? Das ist eure Chance, Quentin. Haltet die Narren auf und landet einen Treffer für das einfache Volk. Es tut mir leid, Fürstin Arabella, aber das ist meine Wahl. Für den Orden der Emportstreibenden. Gut, was getan werden muss. Verzeiht, dass es so weit kommen musste. Legt eure Waffen nieder, meine Freundin. Wir haben unterhalten wir uns draußen. Tja. Düdüm. Düdüm. Ich hätte nicht gedacht, dass Gildengeneral Quentin sich gegen uns wendet. Und seinen Tod habe ich sicher nicht gewollt. Es scheint, als wären Sympathien für den Orden der Emporstrebenden weiter verbreitet, als mir das bewusst war. Wir müssen vorsichtig sein. Insbesondere damit, wem wir von nun an vertrauen. Meint ihr, dass einige der anderen sich gegen uns wenden könnten? Erwarte ich es? Nein. Doch das heißt nicht, dass wir weniger wachsam sein sollten. Dieses Unterfangen war allerdings kein vollkommener Fehlschlag. Wir haben die Kapitäne unserer vermissten Schiffe gerettet. Wir müssen herausfinden, was auf See geschehen und was den Allianzanführern zugestoßen ist. Wohin haben Jakan und Valisea die Kapitäne gebracht? Zum Alraunen-Herrenhaus. Meinem Heim in Gondfalon. Ich markiere es auf eurer Karte. Jakan, Valisea und ich haben mein Stadthaus als Ausgangsbasis genutzt. Ich bin zuversichtlich, dass es ebenso sicher ist, wie jeder andere Ort, den wir auswählen könnten. Warum heißt es Alraunen-Herrenhaus? Oh, der Name stammt aus einem Buch, das ich besonders mag. Ich kaufte das Herrenhaus als mein Altersdomizil. Und dort bewahre ich auch ein paar Andenken an meine Laufbahn auf. Trefft mich dort, meine Teure. Und wir werden sehen, was unsere geretteten Kapitäne zu all dem zu sagen haben. Ich werde euch in Gondfalon treffen. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Da werden wir zurück, oder ich kann mich ja jetzt schon hin teleportieren lassen, werden wir zum Alraunen-Herrenhaus uns begeben und dann werden wir ja mit den Kapitänen sprechen, um herauszufinden, was genau auf See geschehen ist und ob die Allianzanführer einfach über Bord gegangen sind oder ob die währenddessen oder zuvor einfach verschwunden sind, ne? Und ja, ich bin mal ganz gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Und dass wir uns bei der nächsten Folge dann wiedersehen werden.